Ohne Mampf kein Kampf. Wow, freue mich jetzt auf das Essen. Yo, ohne Mampf kein Kampf. Boah, freue ich mich jetzt auf das Essen hier. Yam, 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 yam. So, also nachdem das jetzt eine ganz schön harte Staubschlacht war, unten im Keller, und gestern eine harte Schimmelschlacht, werde ich jetzt, bevor ich den nächsten Kellerraum angehe, erstmal zum Wiederreinkommen nach dem Essen was Entspannteres tun. Geh mal nach oben in die Hütte und ja, such da mal die Deko-Figuren raus. Bring mich sozusagen in Stimmung für Kellerraum Nummer 2. So, ich habe jetzt hier das ein oder andere raussortiert. Ja, sieht nicht so wirklich danach aus. Aber naja, waren doch einige Figuren, also ein ganzer Karton voll. So, hier sind jetzt die Bilder und Bilderrahmen. Und hier drüben, ja, sieht das auch nicht mehr so ordentlich aus wie beim letzten Stand. Aber ich sortiere halt Sorten rein und dann muss man da sich mal Unordnung schaffen wieder. Also es ist ja eigentlich keine Unordnung, es ist ja alles sortiert. Hier Schmuck und Küche und Technik und Müll. Hier unsortiert. Da ist auch weiter nichts sortiert. Und da habe ich etwas gefunden, was mich irgendwie total freut. Das ist der Ivor Walkman Super Bass mit Equalizer. Den hatte ich auch. Mein ganzer Stolz. Mann, der hatte einen geilen Sound damals. Also Walkman, was ist das? Wer es nicht kennt, damit konnte man Kassetten abspielen. Ja, damals gab es halt noch kein Internet und kein Streaming. Und ja, ich habe ziemlich lange an den Walkman nicht mehr gedacht. Das war irgendwie eine Reise in die Vergangenheit. So, jetzt habe ich hier genug weggesammelt. Ach so, ja, eine Sache wollte ich noch mit Stolz verkünden. Hier, pass mal auf. Leer. 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 Und leer. Yeah. Der erste Schrank ist leer. Ja, das ist zwar jetzt, da komme ich im Keller nicht unbedingt weiter, aber so ein bisschen mal hier und ein bisschen mal da ist ganz gut. Dann bleibt die Motivation oben. Ja, was ihr noch gar nicht gesehen habt, was ja hier auch zu dem Objekt mit dazugehört, ist der kleine Hinterhofgarten. Also der Wintergarten hat noch eine Umrandung, wie so eine Terrasse, und dann kann man noch runter gucken. Ich finde das ziemlich gut so, allerdings ist es in ziemlich schlechtem Zustand. Aber schauen wir mal, schauen wir doch mal selber. Ja, hier geht es nämlich in den Garten. Ich mach mal Platz jetzt hier. So. Ja. Hier ist ja der Wintergarten. Und ja, hier, das ist denn die Terrasse, wenn man so will. Die geht hier noch rum. Ja, und da kann man dann runter gucken. Aber viel mehr als runter gucken kann man da auch nicht, weil das völlig überwuchert und verwildert ist. Diese Bank, die lädt nicht zum Verweilen ein. Aber nettes Domizil hier mit Treppe.
Ja, also hier kann man vielleicht ein paar Schritte gehen. Oh. Ja, hier liegt überall dann noch cooles Zeug rum. Ja. Noch mehr Pflanzenroller. Ja, hier unten habe ich selber noch nicht geguckt. Ah, da ist noch ein Grill. Ein Riesentopf. Die Bank. Noch mehr Bluttöpfe. Bluttöpfe. Ein bisschen Holz. Gartenmöbel. In Plastik oder Holz. Eine Gartenbox. Ja, und hier geht es dann auch nochmal weiter. Naja, aber nicht weit. Es ist so ein kleiner Raum für noch so Gartengeräte. Ja. Aber das war's immer noch nicht. Für dieses Objekt hier schon. Aber Heinz Wassermann hat noch eine Garage angemietet. Für die gröberen Teile. Die ist allerdings 8 Minuten weg mit dem Auto. Und insofern mache ich erstmal hier fertig. Und wenn ich dann fertig bin, dann kümmere ich mich um die Garage. Eins nach dem anderen. First things first. Yo! 4 Stunden später habe ich ein bisschen mehr gemacht als nur die Figuren dahingestellt, aber ich bin so von Zimmer zu Zimmer und habe mal hier was gemacht und mal da was. Ich mache mal einen kleinen Rundgang, wie der aktuelle Stand ist. So, also das ist hier die Deko-Figuren-Abteilung. Ja, Plastikblumen oder wie Kai schön sagte, immer Blumen. Gibt es ganz schön viel von. Hier noch ein ganzer Karton. Ja, die werde ich im Endeffekt oben auf dem Dachboden bringen. Dann nehmen sie hier in den Wohnungen keinen Platz weg und das ist leicht. Das kann ich gut mal eben nach oben tragen. Also ich möchte vermeiden, irgendwas Schweres nach oben zu tragen. Ja, hier haben sich auch dann so ein paar mehr Putz- und Verbrauchsmittel angesammelt inzwischen. Das erfordert auf jeden Fall hier noch Regale oder so, sonst kriegt das alles gar nicht hier hin. Aber ich sammle das erstmal und es wird immer mehr und mehr und mehr. So, hier ist frei, da ist frei, das ist frei, das ist frei, das ist leer. Ja, der Schrank ist nicht leer, aber hier hinter der Tür, da hängt auch alles voll. Hier ist die Taschenabteilung. Habe ich schon mal so ein bisschen sortiert. Ganz kleine, noch etwas größere Taschen für besonderen Anlass. Und dann habe ich hier Brillen. Brillentücher, Brillenetuis. So, hier noch mehr Taschen, noch mehr Taschen, noch mehr Taschen, noch mehr Taschen.
noch mehr Taschen. Also es wird die Taschenzone hier. Wo? Und dann, ja, hier. Ist schon einiges wieder, was auf den Weg nach oben oder unten wartet. So, ja, hier ist, eigentlich kann man sagen, nicht so viel passiert. Jedenfalls sieht das nicht danach aus. Aber, ja, die Teppichhöhe, das sind alle Teppiche hier. Das ist schon, sind schon einige dazugekommen jetzt. Ja, die Fensterbank ist frei, da kommen dann die Bücher ran. Viele Kochbücher, viele Lebensratgeber und Reisebücher, das ist bestimmt interessant. Dann kommen die Dinger weg, das ist zumindest der Plan. Ja, hier sortiere ich dann auch immer mal wieder dies hier aus. Und das hatte ich gedacht, das wäre irgendwie so eine Art Schreibtisch oder so. Aber nein. Das steht einfach auf Holzbalken, also Holzleisten. Und gehört eigentlich so gar nicht zusammen. Ja, hier gibt es noch viel zu sortieren. Aber ich habe ein paar Schubladen frei und hier hinter der Tür, da war so ein Schuhordner und 1000 Kabel und so. Das ist jetzt auch weg. Ja, das sieht man halt nicht so richtig. So, und hier, ja, hier habe ich auch ein paar Sachen weggenommen. Ja, und so sieht das Stuhllager aus und Kleinmöbellager inzwischen. Ein bisschen was dazugekommen. Ja, ich hatte irgendwie mal geschätzt, wie viele Stühle sind das insgesamt? 35. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24. 24, bis jetzt. Ja, aber da kann ja noch was dazukommen. Ja, Garten auch ein bisschen gemacht. Also, das war jetzt mal eine Zeit. Bisschen entspannter, ohne Keller-Action. Aber Keller Hessie Lassie wird jetzt erstmal einen Kaffee trinken in Ruhe und dann werde ich nochmal in den Keller stürzen, weil das muss ja weitergehen, der dritte Raum da. Und der Raum, den ich dann da freimachen werde, das ist der Pappen, Korb und Alkohollager sozusagen. Korb. Hier, sowas. Oder auch sowas. Das ist alles so Korbgeflechtzeug. Und Alkohol. Da sind ganz viele Weinflaschen. Und hier, ja, Heinz mochte gerne exquisite Tropfen. Ja, das kommt dann auch runter. Und so geht das hier Stück für Stück weiter.